Okay, Friends, ich bin in der Werkstatt. Mein Haarschnitt sieht heute richtig schön scheiße aus. Bei TikTok haben sie sich tatsächlich über diese Frisur beschwert. Dachte ich mir auch so, ja lol, die Leute haben einfach keinen Drip. Jedenfalls bin ich jetzt hier, habe den Motorraum geöffnet. Jetzt muss ich das Teil hochlassen. Ich zeige euch mal kurz, wo sich dieses Ding befindet. Befindet sich der Klimakompressor dort unten, das letzte Riemenrad da in der Ecke. Das muss ich jetzt von unten abbauen. Ich habe schon einen neuen hier. Und ich bin sehr gespannt, ob sich diese Aktion leicht vollziehen lässt oder ob ich hier wieder absolute Abfucks erleben werde. Aber dazu gleich mehr. Difference. Also man kann jetzt, glaube ich, da oben gut erkennen, warum das Ding den Geist aufgegeben hat. Da. Seht ihr das? Moment. Ja, genau hier. Ich weiß nicht, welchen Ursprungs das ist, aber ich denke mal, das ist nicht gut. Ich werde das Ding jetzt mal irgendwie versuchen, da rauszubauen. Das ist gar nicht so easy, weil man da sehr schlecht rankommt. Aber ich kriege das schon irgendwie hin. Und wenn das draußen ist, dann gebe ich Bescheid, was ich hier vorfinden werde. Ich hoffe, das hat den Riemen jetzt nicht in Mitleidenschaft gezogen, weil den habe ich jetzt gerade nicht neu. Wisst ihr, was ein Nachteil an diesen V6-Motoren ist? Die sind halt ultra groß und du kommst halt sehr beschissen ran. Ich muss da oben an so eine Schraube ran, weil die Klimaleitung dran ist. Ich komme von oben nicht ran und von unten auch nicht, weil genau da muss ich hin und da passt die Ratsche nicht zwischen. Das ist sehr, sehr hässlich. Also das könnte noch eine Weile dauern, bis ich das Ding da raus habe. Sehr hässlich. Außerdem weiß ich jetzt, warum meine Unterbodenbeleuchtung nicht mehr funktioniert, denn sie ist abgeschert und zwar genau hier. Nice. Okay, Friends, also hier ist der alte Klimakompressor und das Rad, das dreht sich wirklich nur mit äußerster Kraft, wenn überhaupt noch. Also eigentlich dreht sich nur noch das ganze Teil hier und nicht mal das Rad. Also es ist wirklich fest gewesen. Und es hört sich ziemlich scheiße an. Zum Glück habe ich auf eBay Kleinanzeigen noch so ein Ding gekriegt. Für ein paar Euro. Sonst hätte das Teil mich halt irgendwie gefühlt 600 Euro gekostet. Nee, also es hätte mich 600 Euro gekostet im Zubehör und bei Hyundai neu 1300. Übrigens, wie eben schon erwähnt, ist meine Unterbodenbeleuchtung abgerissen. Ich werde jetzt einfach das Kabel wieder anlöten an diese Stelle hier. Und meine Unterbodenverkleidung ist einfach keine Unterbodenverkleidung mehr, sondern einfach nur noch ein Hauch von Tüll. Das muss ich auch mal ersetzen, aber vor Ende diesen Winters nicht und bevor dieses Kfz nicht repariert ist, auch nicht. Also könnte das noch ein wenig Zeit in Anspruch nehmen, da sich sowieso alles verzögert, wie es sich verzögert, denn das weiße Coupé ist immer noch nicht fertig. Meine Stoßstange schon wieder kaputt gegangen ist und erneut zerrissen ist. Ich habe die letztes Mal nur geklebt, ich dachte mir fällt, aber das war nicht der Fall. Deswegen werde ich jetzt einfach die Löcher reinbohren, weil die eh im Arsch ist und werde die so mit Kabelbindern ein wenig fixieren. Los geht's. Ich werde dieses Kfz jetzt gleich starten, gucken, ob es alles in Ordnung ist. Es kann sein, dass es nicht in Ordnung ist und wir irgendwas anderes jetzt noch vorfinden, was ich nicht hoffe. Ich hoffe einfach, es läuft und es läuft vorzüglich und ich kann mich heute einfach zufrieden in mein Bett legen. Es ist nämlich schon wieder 4 Uhr. Das ekelhafte Geräusch ist auf jeden Fall weg. Das freut mich sehr. Es läuft wieder alles normal, soweit. Ich werde mich nach Hause begeben. Das war es auf jeden Fall von der Reparatur des Klimakompressors an meinem Kfz. Ein Abfuck weniger. Allerdings muss ich meine Unterbodenbeleuchtung dann nochmal anschließen. Nächstes Mal, da wollte ich eh einen Stecker zwischen machen. Und meine Kofferraumbeleuchtung funktioniert auch nicht. Darum muss ich mich auch kümmern. Meine Felgen muss ich ja dann wieder zum Revidieren bringen. Und der Seitenschaden, Leute, das wartet auch auf sich. Es ist eine never ending story. Am Genesis ist schon wieder was kaputt gegangen. Ich habe ja letztes Mal den Klimakompressor getauscht. Und der Klimakompressor, hört, hört, macht immer noch Geräusche. Der neue Klimakompressor ist also auch für den Arsch. Ich habe mich schon gefreut, dass ich 600 Euro im Zubehör oder 1300 Euro neu OEM bei Hyundai sparen konnte, aber anscheinend der doch nicht. Aber das ist eine andere Sache. Der läuft, ist aber nicht geil. Ich weiß nicht, wenn irgendwer einen Tipp hat von euch, wo man sowas revidieren lassen kann. Der Kompressor an sich ist nicht kaputt. Nur vorne das Lager von der Riemenscheibe. Ich muss den anderen mal auseinandernehmen. Mal gucken, wie das da funktioniert, ob das gepresst ist oder wie auch immer. Ich habe keine Ahnung von dem Shit. Kann gerne mal jemand in die Kommentare schreiben. Irgendwer eine Firma kennt, wo man sowas einschicken kann und dann revidieren lassen kann. Also nur das Lager. Genau, ich habe gesehen, dass mein Querlenker, mein vorderer, unterer Querlenker kaputt ist. Die Buchse ist gerissen. Irgendwo bin ich mal richtig hart aufgesessen mit dem Kfz. Und ich zeige euch das gleich, wenn ich es ausgebaut habe. Zum Glück hatte ich das Teil noch im Keller von einem geschlachteten Auto, aber das ist diese Aufnahme für die Buchse, die wurde so zusammengequetscht, die ist richtig flach. Und ich habe halt schon gedacht, warum ist denn jetzt mein Lenkrad immer wieder so am Wackeln beim Bremsen? Ich dachte wieder, irgendwas mit meiner Bremse ist scheiße oder
keine Ahnung, aber auf jeden Fall denke ich mal, dass es davon kommt, weil es sehr, sehr kaputt ist. Ich werde jetzt hier auffahren auf dieses Brett, was schon wieder meine Stoßstange entfernt hat, weil es da unten aufgesessen ist. Aber es ist sowieso egal, weil das Auto sowieso schon kaputt ist bis zum Get-No. Ich möchte es einfach nur noch technisch etwas instand halten, damit es fährt, bis es endlich mal repariert wird. Wenn dieses Kfz hier weg ist, das steht hier nämlich immer noch rum. Ich bin immer noch nicht weitergekommen, weil wir ja am Umziehen waren. Ich bin ja mit meiner Freundin umgezogen und deswegen war es auch relativ schwierig, Content zu machen. Ich werde auch in Zukunft wieder versuchen, mehr, wie viel ist dein Tuning wert, Kfz-Drip-Checks abzudrehen. Es war bloß alles ein wenig schwierig in den letzten paar Monaten, da wieder Corona hart reingekackt hat, aber dazu muss ich euch ja nichts erzählen. Übrigens, Leute, ein neuer Song ist rausgekommen, Indigo. I am Yellow. Song ist unten in der Videobeschreibung. Mach ich auch nochmal in die Comments rein. Wir haben uns connected. Ich bin nach München gefahren. Wir haben einen Song gemacht und haben den gedroppt. Der läuft doch ganz gut. Streaming-Zahlen sind auch okay. Also, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, hört gerne mal in den Song rein. Ist nice. Okay, Friends. Ich zeige euch jetzt, was passiert ist. Ich weiß nicht, ob man das so gut erkennen kann. Jedenfalls, das Ding ist halt, das hier müsste eigentlich rund sein. Aber es ist so, wie man auf dem Video schon sehen kann, so oval. Weil das hier mal ultra hart irgendwo gesetzt ist. Ich weiß nicht wo. Und es ist halt wirklich sehr locker. Okay, jetzt sieht man das vielleicht ein bisschen besser. Jedenfalls ist die Buchse da komplett gerissen. Das hier ist auch locker. Und ich nehme mal einfach an, dass dadurch dieses Schlackern beim Bremsen entsteht, wenn ich jetzt auf die Bremse gehe, dass das Lenkrad anfängt zu wackeln. Weil das halt sehr locker ist. Ich habe die Brechstange jetzt nicht gefunden. Sonst hätte ich euch das mal gezeigt, wie sich das bewegt. Aber anhand dessen kann man schon erahnen, wie locker das ist. Ich werde das jetzt fixen und dann hoffen, dass es besser wird. Und ich hoffe, dass es abgeht. Ich hoffe nicht, dass es fest ist. Könnt ihr sehen? Also, das ist eigentlich rund. Und das sieht jetzt so aus. Und die Buchse ist halt komplett ausgerissen. Hier. Sehr nice. Das Ding ist halt auch hart im RS. Also, es ist wirklich des Todes kaputt. Zum Glück habe ich das noch da. Das Trash. Wo ist das Neue? Hier. Also so müsste es eigentlich aussehen, wenn ihr das mal vergleicht. Das ist schon hart. Also, das ist sehr hart. Bleibt erst auf den Straßen von Deutschland. Ich werde jetzt nach Hause und schlafen gehen. Bis dahin, gute Nacht und bis zum nächsten Video. Leute, und bevor das Video weitergeht, sage ich euch nochmal, ich bin DJ, Artist und Producer. Hier seht ihr ein paar Szenen aus meinem Normal DJ Life in den letzten paar Jahren. Checkt doch gerne mal unten die Links in der Videobeschreibung aus. Dort gibt es meine ganzen Songs auf Spotify, meine Musikvideos und meine DJ Mixtapes auf Soundcloud. Zieht euch das gerne rein. Ansonsten, Leute, jetzt geht's weiter mit dem Video. Bleibt Eis out auf den Straßen von Deutschland.